So, hallo an alle zu einer weiteren Runde von den Minispielen. Wir sind jetzt in der Mob-Arena und hier kann man sich die Klassen auswählen. Knight zum Beispiel, das heißt hier hat man sich Eisenrüstung oder Tank, hat man Dia-Rüstung, dafür aber nur ein Eisenschwert, wenn man als Knight noch Dia-Schwert hat und halt andersrum, ne? Dann als Archer zum Beispiel hat man hier jede Menge Bogen, Pfeile, Heiltränke und Swiftness-Potions, kann sich auch ein Hund zähmen und als Skimmist oder Chemist kann man hier mit Potions und Steinschwert und Goldrüstung. Ich für meine Teile würde einen Tank am liebsten nehmen, weil der ist am besten darin, jetzt hier am längsten durchzuhalten. Viele mögen jetzt hier komplett einmal durchgehen. Moment, ich nehme kurz auf den Block und sage, dass ich ready bin. Ich bin flagged as ready, das heißt, das Spiel müsste dann gleich losgehen. Mob-Arena, das heißt, wir sind da jetzt so unten drin und werden gegen jede Menge Mobs kämpfen. Die werden in verschiedenen Wellen kommen, in mehrfachen Wellen und uns alle angreifen und so. Das könnte sehr, sehr anstrengend werden und guck mal, bis welcher Welle wir das Ganze schaffen. Und ich gehe nochmal ganz kurz in Game Mode 1. Kann ich auch nicht machen. Ich will doch nur meine Hungeranzeige auffüllen, ist das so schwer? Es sticht so ins Auge. Ja, ich nehme die Mob-Arena-Klasse Tank. Weil die Rüstung kriegst halt viel weniger Schaden, ne? Und als Eisenrüstung deutlich viel weniger. Und Eisenschwert macht jetzt auch nicht so viel weniger Schaden. Und so weiter und so fort, gell? Ich hoffe mal, dass die Leben aufgefüllt werden, wenn es gleich weitergeht. Weil die Hungeranzeige, die stört ein bisschen. Und ja, man kann halt einiges austeilen, aushalten und so weiter und so fort. XP-Flaschen bekommst du, wenn du Jump'n'Run geschafft hast. Viele machen ja alle Tank mit dir Rüstung. Ist auch eigentlich ganz, ganz schlau, weil, ja, man hält am längsten aus. Ich hoffe mal... das Spiel startet in 20 Sekunden. Okay. Weiß, wenn nicht drin ist, dann könnten wir hier mal nochmal da draufklicken. Ja, vielleicht erst ready. Es geht gleich los, aber an sich ist das eigentlich ganz nice. So, kann man die Klassen aussuchen. Wenn die Klasse ausgesucht, geht es dann los. In Wellen, und zwar in massenhaften Wellen. Wenn ihr drin seid, werdet ihr gleich sehen, es wird voll werden. Also es werden viele Mobs kommen. Irgendwann wird es auch zu viel am Ende und ja, man wird es nicht überleben. Also je nachdem, wie viele Wellen man schafft, umso mehr. Ach gut, Überleben wurden geheilt, ja. Boah, es geht schon los. Ja, ich wollte gerade hier Schilder ein bisschen durchlesen. Da fängt es an. Die Schwerter nutzen sich übrigens nicht ab, gell? War schon mal der Vorteil. Boah, Alter. Ich muss echt aufpassen. Die Hunde kann man zähmen, gell, Leute. Ich würde eigentlich nicht versuchen, die anzugreifen. Oder zumindest nicht für den Anfang. Boah. Immer schön blocken nebenbei, das ist extrem wichtig. Merkt mal, hier gibt es übrigens auch noch aufgeladene Creeper am Ende noch. Ja, gut. Ich bin gespannt auf die, wie viele Wellen es geht. Und die gibt solche Spinnen, die sind richtig lästig. Die haben Leben ohne Ende. Die Minispinnen. Die Caves. Oh, verdammt, verdammt. Ja, wer die angreift, der... Die sind ja passive Mobs. Den würde ich nicht angreifen, weil ihr zieht die ganzen Mobs auf euch. Siehst du, der hat angegriffen, jetzt gehen alle auf ihn los. Oder auch nicht. Haha, Creeper denn da. Warte kurz. Alle in eine Ecke. Kommt mal bitte alle in die Ecke. Das ist mir am besten, wenn die einzeln verteilt sind, dann würden übelst gekillt werden. Aber wenn wir alle auf einem Fleck sind, dann kann man nämlich schön austeilen, nach hinten deffen. Das ist das Tolle, da kannst du übelst geil deffen. Übrigens, die Player kann man nicht angreifen, die anderen, aus Versehen. Das ist eigentlich gut gestaltet. Hier, wenn du schaust. Geht nicht. Oh, verdammt, verdammt. Also später muss man zumindest hier eigentlich alles in eine Ecke gehen, weil sonst wird es echt so heftig. Die Leben sind nicht sonderlich gut, sehe ich gerade, die laden sich nicht. Leute, geht doch alle in eine Ecke, das ist sonst zu anstrengend. So schaffen wir nämlich nicht alle Wellen. Oder ich weiß gar nicht, wie viele Wellen es überhaupt gibt. Oh, jetzt hat es gerade gehangen. Ja, komm, Blaze. Blaze with this to Blaze. Alter. Da mal kurz mein Lebenstrank reingepfiffen. Oh Mann. Die sind richtig anstrengend. Es sind noch schon ein paar Spieler raus, glaube ich, oder? Also die Archer auf jeden Fall, die sind... Oder die, die nicht Tank genommen haben, sind ziemlich schnell eigentlich draußen. Sieht man nur, alle nur die Rüstung. Ne, einer ist mit Goldrüstung noch da. Und hier hinten brennt einer.
Der buggt aber irgendwie rum, kann das sein? Offener. Ah ja. Spinne, 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 Spinne. Burning Spider. Ich glaube, wenn man die Arena überlebt hat oder je länger man überlebt hat, umso mehr als Belohnung kriegt man dann. Ich glaube, ein Dierschwert, wenn es geschafft ist. Ich war zweimal drin. Ich hatte zwei Dierschwerter im Inventar gehabt. Also insgesamt kriegt man hier. Klar, man kann nicht allzu viel mit anfangen. Boah, Mann. Alter. Ich sehe schon, es wird anstrengend. Die Blazes sind anstrengend. Die Blazes sind echt anstrengend. Boah, man muss immer schön beidhändig machen. Ne, wir haben eine kleine Case Spider da. Auch ne, nicht die kleinen Case Spiders. Die sind nämlich heftig. Also das heißt heftig, die halten einiges aus. Die kriegst nicht down. Verdammt. Blaze die ganze Zeit. Verdammt. Meine Güte. Hier läufst du echt nicht lang. Kannst vergessen. Alle stecken hier mit tausenden Pfeilen. Nein! Lass mich hier raus, lass mich raus, lass mich raus. In die Ecke, in die Ecke, in die Ecke. Ja, alle Sitze sind voll in die Ecke gedrängt worden von den Mobs. Die Wellen spawnen so schnell. Und der Boden brennt vor allen Dingen auch immer noch, ne? Hier, komm, die müssen wir vielleicht auch mal removen. Nein, 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 nein. Dauernd kriegst du Schaden und du siehst nicht von wo. Von dieser kleinen Spinne hier. Das ist echt eine Dreckspinne. Ich stehe die ganze Zeit in einem Feuerfeld, da brauchen wir sich nicht wundern. Alter. Gerade mal Level 21, also es gab Zeiten, haben wir länger durchgehalten. Da habe ich echt hartnäckig hier gesessen und bis 33 oder so, oder nee, 38 alleine gemacht. Noch. Weil die ersten schon alle lang raus waren. Muss ja nur auf die richtige Strategie achten. Ja, das ist eine scheiß Idee. Nein, 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 nein. Sind so viele, sind so viele. Und hier hinten ist alles in Flammen gesteckt. Das war bei mir nicht so. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich bin eh gleich tot. Ich bin sowieso gleich tot. Das hier ist der letzte noch. Der andere noch übrig ist. Ich habe nämlich keine Potions mehr. Ich bin jetzt eh gleich weg. Problem ist halt die Blazes. Was, bin ich der letzte? Ne, ich bin der letzte. Ich bin tot. Oder war ich der letzte? Ne, dann ist noch einer. Jetzt. Arena finished. Okay. Okay, okay, okay. Ich probier's nochmal. Was geht? Ja, geht, geht, geht. Aber ich mache das in einer extra Folge wahrscheinlich, weil ich nicht weiß, wie lange diese Aufnahme jetzt war. Das heißt, die nächste Folge Monster Arena gibt es demnächst. Danke fürs Zuschauen und tschüssen.